Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst. Live aus München mit Rudi Zerne. Guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Aktenzeichen. Land unter in Deggendorf. Die Stadt erlangte in den letzten Tagen traurige Berühmtheit in Zusammenhang mit der verheerenden Flutkatastrophe. Eine 500 Millionen Euro Schaden soll das Wasser dort angerichtet haben, ganz zu schweigen von dem Leid, das die Menschen dort erfahren haben. Dass auch ein spektakulärer XY-Fall aus Deggendorf eine überraschende Wendung genommen hat, ist dabei fast in Vergessenheit geraten. 17 Monate war der Millionär Georg Luxi wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei vermutete, dass der 87-jährige Mann aus Deggendorf wohl gegen seinen Willen irgendwo festgehalten wird. Vielleicht von Personen, die an sein millionenschweres Erbe wollen. Georg Luxi leidet an Demenz. Wir hatten nach ihm in unserer XY-Sendung im Januar gesucht. Jetzt ist Georg Luxi plötzlich wieder aufgetaucht, und zwar in einem Krankenhaus in Zwiesel im Bayerischen Wald. Das Problem: Georg Luxi ist so schwer krank, dass er nicht vernommen werden kann. Was also genau in den letzten 17 Monaten passiert ist, muss die Polizei jetzt herausfinden. Am Montag haben die Gerichte entschieden, Georg Luxi wird unter Betreuung gestellt. Jetzt aber erstmal zu unseren ungelösten Kriminalfällen heute. Friedrichshafen am Bodensee. Eine glückliche Familie. Doch dann passiert das Unfassbare. Ist die Mama nicht da? Scheinbar nicht. Hat sie dir nichts gesagt? Nö. Ein Vermisst.